Schichtler mit Kübi und Kurt. Servus Kübi. Servus Kurt. Heute sind wir mal wieder in einem besonderen Wagen. Und das ist ein super Fahrzeug, weil da gibt es was zu essen und zu trinken. Das ist unser Fahrzeug, das merke ich schon, Kurt. Ja. Damit wir unsere Zuschauer verraten können, wir sind im Strasserbo-Café. Bei uns im historischen Straßenbahndepot gibt es ein Café. Aber jetzt musst du erzählen, wie denn das so entstanden ist. Ja, 1985, wie das Museum oder das historische Depot entstanden ist, da haben die Leute gesagt, wenn sie von der Ausstellung am Tafelberg gekommen sind, Mensch, da bräuchten wir jetzt irgendwas zum Essen und zum Trinken. Und da ist unser damaliger Museumsleiter auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte man doch jemanden dazu bringen, der an die offenen Samstag und Sonntag, wenn wir da offen haben, irgendwas verkauft. Und dann hat er gesagt, du, deine Frau, die hat sowieso nichts da, die zwei Bomben sind schon fast aus dem Kresksen draus, du kannst doch das machen. Das heißt, deine Frau ist da schwuppdiwupp zum Betrieb vom Café verheizt worden. Genau. Und dann hat man erst am Anfang angefangen mit ein paar Bierbrauerstühle und ein paar kleine Ecken, wo es die hinsetzen auskennen. Das heißt, es war überhaupt noch kein Wagen da, sondern man hat einfach im Museum eine Fläche geschaffen, wo man sich dann hinhocken konnte. Und in der Kürze der Zeit ist dann dieser Kaffeewagen entstanden. Das ist eigentlich ein alter Beiwagen aus den 50er Jahren. Ne? Ja, und der Beiwagen war eigentlich als Museumswagen vorgesehen, als zu unserem Triebwagen 100. Und der war in schlechtem Zustand. Und dann haben sie gesagt, da machen wir aus denen Kaffee. Und der 1304, der war schon mal Kaffee während der Messe, der Ausstellung Industriekultur. Aha. Und dann hat man die zwei getauscht und hat die umgebaut. Das ist ja richtig kompliziert. Das heißt, man hat aus einem Kaffeewagen einen neuen gebaut und aus den alten Kaffeewagen einen Museumswagen gebaut. Genau. Ich merke schon, das ist ein komplizierter Wagen. Auf alle Fälle haben wir jetzt. Und das ist der Wagen da. Und das ist der Wagen, der war dann am Anfang vorne am Eingang gestanden. Mhm. Und dann, wie 1996 wir alles einmal umgebaut haben. Umbauer ist immer gut, man hat alles neu. Ja. Und dann ist der Kaffeewagen dann hintergewandert. Quasi in der Hälfte der Ausstellung, nachdem er die Hälfte angeschaut hat, ist nach der Hälfte das Café. Ist eigentlich gar nicht dumm, wenn man mal ein bisschen und die Leute werden mit, wenn sie mal hinsetzen. Und was noch ganz gut ist, du kannst sie da niedersetzen und kannst deine Kinder laufen lassen und die stehen dann natürlich an unserer schönen Modellanlage. Na, das ist klar. Die Kinder haben was zu tun, die großen Kinder auch. Ne? Ja. Und ansonsten kann man schön einen Kaffee trinken und sich da ein wenig ausruhen. Da ist ja dann auch dieses Podest entstanden, was wir jetzt vor dem Café und das haben die Vereinsmitglieder zu 80% alles selber gebaut. Ja, das ist schön. Ja, und wie lange hat es deine Frau dann gemacht, das Café? Meine Frau hat es dann gemacht, ja, bis 2018. Und dann ist ein Jahr nach mir in Ruhestand gegangen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, aber ihr habt ja gleich eine richtige Nachfolge gefunden, oder? Ja, die Alexandra, meine Schwiegertochter, die war schon immer wegen im Kaffee agil, hat mitgearbeitet und einmal so. Da haben wir gleich gesagt, das wäre schon nicht schlecht. Und auf einmal sagt sie, ich würde es übernehmen. Ja, ja. Aber wie durch einen Zufall, ne, haben wir da heute schon mal unsere neue Kaffeebetreiberin, die Alex, da. Geh doch einmal her. Alex, grüß dich Gott. Hallo zusammen. Ja, ja. Also 2018 hast du dann das Café übernommen, ne? 2019. 2019 mit der Saison. Genau. Na, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, ne? Ja hast du dich da schon ein bisschen eingewöhnt oder wie? Wie ist denn das so, wenn man plötzlich ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ist? Ich kann es ja schon sehr lange und es hat auch immer Spaß gemacht. Ja, und jetzt bin ich der Chef von hier. Das ist natürlich auch was Tolles. Ja, das ist doch auch schon schön. Sag mal, damit wir unsere Leute ein bisschen wissen, wenn sie mal zu Besuch zu uns ins Museum kommen, was gibt es denn bei dir im Café so? Oh, wir haben ganz tolle Sachen. Wir haben ganz viele verschiedene Kuchen. Seit neuestem sogar vegan. Dass jeder wegen was davon für hat, ne? Alle. Jawohl. Ja, dann haben wir Wienerle, Weißwürst. Für alle ein bisschen was. Seit neuestem haben wir auch eine Suppen, auch für die Vegetarier, weil Wienerle allein machen jetzt auch nicht glücklich. Ja, ja, schon klar. Ja, ja und im Sommer ein Eiskaffee, ein Eisschokolade. Natürlich. Du weißt doch. Ja. Ich muss zugeben, ich bin da auch ab und zu einmal Gast, also gerade wenn es um Eis geht. Ne? Jetzt haben wir uns gerade unterhalten, dass das eigentlich recht schön war, wie das Museum offen ist, wenn Besucher da sind. Aber eigentlich haben wir den Kaffeebetrieb auch mal anders. Und zwar, wenn Leute hier herinnen, irgendeine Festivität feiern. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich recht schön etabliert. Ja, große Feiern haben wir da schon gehabt. Damals, also am Anfang, da war ja sogar mal der Willy Brandt da. Ne?
Das war SPD-Partei damals. Die haben dann quasi ihre Abendveranstaltung hier abgehalten. Veranstaltung gehabt und danach hatten wir dann noch einige große Veranstaltungen. Denk an die Modenschau, wo wir damals gehabt haben. Das war auch so eine Riesenveranstaltung. Oh Alex, da sind wir jetzt zwar mal gespannt, was die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Ne? So was Großes hat man noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Das kommt schon immer. Das kommt immer und vor allen Dingen kommt es unverhofft. Ja, bestimmt. Hochzeiten und sowas haben wir auch. Hochzeiten, Taufen, Kommunionsfeiern haben wir gehabt. Ne? Eine Scheidung haben wir noch nicht gehabt, oder? Ja. Und was ist bei den Hochzeiten jetzt der Schäden? Wir dürfen ja bloß bis 10 oder vielleicht bis 11 machen. Ne? Aber dann werden die Leute haben. Und die Brautleute haben dann eine schöne, lange Hochzeitsnacht. Ja, genau. Und wir fahren die Leute mit der alten Straßenbahn heim. Ja, genau. Und die Alex macht die Beförderung. Jawohl. Das ist eine schöne Sache. Da sieht man mal, dass ein Museum ohne einen Kaffeebetrieb, ohne dass was zu essen und zu trinken gibt, eigentlich bloß ein halbes Museum ist. Deswegen ist es schön, wenn wir da herin so einen Kaffee haben. Und ich denke, da kann man öfter mal darüber berichten, weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo wir bei der VAG feiern wollen. Zum Beispiel in unserem Partybon. Und das werden wir anders mal da reden wir anders mal wieder drüber über den Partybon. Da hast ist recht. Die Alex dann auch wieder da dabei. Da ist er auch dabei. Genau. Also, Kurt, Servus. Servus, Alex. Schön, dass wir bei dir Gast sein durften. Und Servus miteinander.